Hallo und herzlich willkommen zum ersten Teil von der Map. Hier Rubines Return bei Hypixel. Ja, ich habe mir die Map gerade draufgezogen. Haben mir auch das empfohlene Texture Pack, Pack genommen. Das Etherwies Excendled. Ja, Etherwies Excended. Oder sowas. Ja, dann starten wir mal die Map. Ich habe es noch nie aufgemacht. Das ist jetzt 14.03. Das letzte Mal aufgemacht ist vor genau 3 Monaten, wo ich es aufgenommen habe. Und wir starten einmal. Ja. Wir sind schon in der Lobby. Ja. Da stehen jetzt einige. Ja. Sachen. Ah ja, und ich glaube Shader. Ja, doch, habe ich hier drin. Naja. Auf jeden Fall, ja. A Turn of Clouds habe ich, glaube ich, schon gemacht. Oder? Clouds, ne. So, off. Dann die Brightness auf 50% plus. Ist auf White, ja. Lass ich es mal auf Bright. Smooth Lightning off. Off. Ja. Das war's. Und hier ist ein YouTube-Kanal von Hypixel. Ja. Würde ich mal sagen. Forever Alone, yes. Ja, und man kann die Map auch auf mc.hypixel.net spielen. Da habe ich sie schon einmal durchprobiert. Sie ist echt genial, die Map. Das muss ich sagen. Naja, und fangen wir schon mal an. Ja. Right-click the hoppers, grab the keys and put them back in the appropriate hoppers to open the doors. Ja. Und ja, hier sind das wahrscheinlich irgendwie zum Starten. So, hinein. In Key A. In den A. So. Und die Türen sind offen. Und ich würde sagen, wir spielen im Normal Mode. Ist, glaube ich. Keine Ahnung. Ich mag es jetzt. Nur auf dem. Normalen Spielen. Naja, der 4-Weapon Armor Sets available. Ja, make sure you grab the quest log in the first house. Ja, oh ja, bam bam bam. Und press the start button. Und wir starten. Hallo Victor. Wake up. He's back. Also, wer mal die erste oder den ersten Teil so hier über uns Menschen gespielt hat, der kann sich, glaube ich, vielleicht noch an Victor erinnern. Das ist so ein Typ, der an für Rotten Flash Steak gibt und so. Ja, da kann man sich verschiedene Sachen kaufen. Und ja. Vielleicht, wahrscheinlich, oder wahrscheinlich, ja. Und es ist auch cool hier. Man selber macht auch noch Dialoge. Also, es ist wirklich immer mit dem Namen. So, ja. Thank you, ja. Grab you some supplies. Vielleicht werde ich noch den ersten Teil von Hero Burns Mansion, also Hero Burns Mansion, nicht Hero Burns Return spielen. Für mich ist er auch ganz gut. Hä, wieso schauen die unterschiedlich aus? Naja, ist ja wurscht. Naja. Nehmen wir so eine Sachen, also einmal ein Questlog, dann die Sachen. Das können wir uns eigentlich alles mitnehmen. Vielleicht die Arme auch noch, weil es ja, die Arme geht ja auch kaputt mit der Zeit. So, dann so und so und so. Porten Settings Smooth Lightning auf, keine Ahnung wieso. Auf vielleicht diese Typen an, sogar nie. Jedenfalls, ja. Der ist ja im ersten Teil. Und die Soundeffekte sind gerade sehr, sehr laut. Soll ich den vielleicht runterdrehen? Ach stimmt, ich kann ja eh so machen. Ja, auf 50% vielleicht. Siege sie auf. Difficulty of Peaceful, ja. Eindeutig. Nein. Habe ich gerade die Fackel abgemacht, anscheinend. Ah, jetzt haben wir schon 3 Rotten Flash.
können wir direkt zum Victor raufgehen und so ein bisschen Steaks kaufen. Ja, dann würde ich sagen, wir gehen los. Und wir essen noch gleich noch ein Steak. Ja, gehen wir wohl den Weg lang. Und hier rechts seht ihr auch, der Sauls. Man bekommt auch mit dem Beenden der Quests, bekommt man Seelen, gut geschrieben. Damit kann man sich dann was kaufen. Also ich glaube, ja, wenn man ein Viech killt, ja, bekommt eine Seele. Und jetzt keine Seele, also ja, sind schon unterschiedlich oder auch nicht. So, ja, wie gehen wir hier weiter? Klatsch noch diesen Zombie um. Und von denen bekommen wir auch schöne, ja, sagen wir mal Rüstung, die auch glänzt. Ist zwar nicht so gut, aber, also doch, sie ist besser, aber allerdings nicht mehr so viel haltbar. Sie sind 6 Armor und die nur 5 Armor. Das ist schon ziemlich gut. Hallo. Du sollst mal sterben. So. So. Zombies umklatschen. Hier ist noch einer. So. Und es geht weiter. Wenn wir diesen Zombie umgeklatscht haben. Ach, der hat irgendwas torpen gelassen. Ja. Also eigentlich immer, wenn man Zombies umklatscht. Er bekommt irgendwelche Sachen von denen. Oder halt sehr oft. Einfach. Ja, und hier ist auch schon die erste. Ja. Stadt. Hier geboren. Oh no. Wir sind gefangen, wir können nicht weg. Hm, oh look, our old friend Mike Dillon. Ja. Du kennst mich zwar noch nicht, aber das ist eine coole Rüstung. Ja. Hereborn, remember, I defeated you once and put your mansion to ruins. Also, die Dialoge sind ja eigentlich auch ganz gut gemacht. I don't think you can even begin to understand how strong I have become. Stop it! Yeah. Vesank? Wer ist Vesank? Ah. He must be stopped now before he destroys everything. Ich weiß nicht genau, wer. Let me out of this prison spell. You come for. You coward. Also wahrscheinlich irgendein Schimpfwort. I deal with you here. I have better things to attend to. We shall meet again, mortal. Jetzt ist er weg und wir sind frei. Yay. Okay. Und ich weiß ja auch schon, in den Kisten sind verschiedene Dinge drin. Ach, hallo Victor, du bist auch schon da. Ah ja, hier, Quest 1 completed with your Quest Log. Und, ah okay, das ist ziemlich weit oben hier. Naja, Quest 1, ja, tralala. Quest 2. Hier runs, ah okay. Corruption has been cast upon the town. Contact priest alone in the town church for guidance. Also man soll zur Visit Town Church, also die Dorfkirche besuchen. Und dann zu dem Priester Alern sprechen. Ja, hier habe ich schon geschaut. Hier sind noch schöne Iron Leggings drin oder Iron. Sagt er eigentlich. Weiß nicht genau wo. Ach, hier sind noch 4 Knochen. Die kann man nämlich später auch umtauschen. Zu verschiedenen Sachen. Wie soll ich jetzt. Ach, da brennt's. Wieso brennt's hier? Naja. Der Sexback ist eigentlich auch. Ja, hat einen Stil. So, hallo. Victor. Willst du mir ein bisschen Rotten Flash in? Oder vielleicht kaufen wir direkt einen Heiltrank. Wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Strength. Regeneration. Ja. Mal schauen. Ja. Und um die Knochen kann man sich auch was kaufen. Und zwar. Jeweils 4 Chicken. Ja. 6 Damage, 8 bis 12. Das ist besser. Und schaut das aus wie die Kirche? Der Mond schaut da geil aus.
Was ist denn die Kirche? Ich glaube, das ist die Kirche. So gehen wir mal hinein. Ach, der Allen. Hä? Okay. Adventures. I fear you were never much first taken over the graveyard. Keine Ahnung. Can you please stop him? I'll make sure to bring back peace in your village. Quest tube. Complete the A. Und ja. Es muss den Graveyard finden und einen Necromancer oder sowas. Besiegen. Ja, hier ist immer nichts drin. Hier könnte etwas drin sein, wenn man da hochkommt. Kommt man da hoch? Ist ja eigentlich eine Leiter, glaube ich. Ich bin hier zu dumm. Naja, wurscht. Ja, alle. Oder alle. Ja, hier sind... Naja, stimmt. Ja, okay, da geht's eh nur darauf. Und ich glaube, da ist nichts. Und hier ist auch schon eins. Der Heaven's Shop. Wenn wir da drauf drücken. Dann... Haven't unlocked, okay. Okay, wir können da noch nicht mal hin. Aber das kann ich euch später zeigen, ne? Ach, da steht was. Ist ein Painting, oder? Wahrscheinlich. Victor. Ein Graveyard sollen wir jetzt finden. Hier ist es immer gekommen. Also werde ich da mal jetzt einfach hingehen. Ich weiß doch nicht genau, was jetzt Graveyard bedeutet. Ach, das ist das da. Das ist so ein, hier sind auch ein paar Viecher. Hilfe! Zu viele Zombies! Oh, scheiße. Ich sollte auch noch was essen. Fuck. So. Ah, ich habe einen Bogen. Cool. Yay, so. Ey. Du nicht mich, okay? So. Auf jeden Fall, ich glaube, das ist ein Infinity-Boom. Ja, genau. Ja. Von diesen Viechern kriegt man echt viele Sachen, auch XP. Die XP braucht man, glaube ich, nicht. So nur diese Souls eben, oder Souls. Ja. Und hier ist Malton the Necromancer. Sowas. Ja. Dann lade ich noch mein Leben auf. Unsere Dings ist ja schon voll. 7 Armor. Mache noch einen guten Helm. Ja. 3 Armor. Das ist auch schon. Das ist jetzt alles Crimson Blade Set. Schwert haben wir auch eins. Von dem Set. Macht 11 bis 21. Das macht man 8 bis 12. Ist schon um einiges mehr. Ja. Muss immer wieder. 6 bis 22. Ja. Muss immer wieder eigentlich Sachen wegsortieren, weil einfach, ja. Man zu viel davon hat. So. Naja, unser Leben ist voll und wir können starten. Das ist jetzt immer so ein Pisten. So, starting Boss Fight. Und jetzt. Ja, hier muss man verschiedene. The Whittle has begun, you're too late, humans. It's the Meltdown Button. For now, my minions will take care of you mortals. Ich weiß nicht genau, was Mortals heißt. Ach, das ist schon einer. Ja, sind diese komischen Dinger da. Die sind ziemlich nervig. Hat er uns was gegeben, was sinnvoll ist? Nö. Auf jeden Fall gibt es da einige davon. Hä, wo bist du hier? So. Ja, stirb. Und du... Man muss es mal diese Dinger hier umbringen. Von hinten. Kommt schon, das ist... Hey, ich habe gerade was bekommen. Glaube ich, oder? Ja, Zombie-Hearts. Komm schon.
Löscher. Drop. In die Altar. Das hier ist der Altar. Ja, das sagt er. Oh. Ja, ihr könnt es ja selber lesen eigentlich. Und das ist Malton. Oder Malton. Und das ist ein Wither-Skelett. Das ist nicht wirklich bequem jetzt da weg. Was essen. Das ist gleich irgendwo anders. Ah, hier. Wenn wir erst ziemlich schwierig sein. Eigentlich. Vor allem ohne zu sterben. Ach komm schon. Da. Ach, da eine Ho oder wie? Ah, look up in the sky. What is that? Und das ist der Archengel Thanos. Hey Strangers, I'm here to help, don't be afraid. Clear the middle, I will open a breach to the nether world so we can kill Malton. Heißt es, glaube ich. Ah, ja. Auf jeden Fall, jetzt müssen diesen Typen da in die Mitte von diesem Zeugs hier drücken. Ich hoffe, das schaffe ich jetzt. Yay, okay. Auf dem Server habe ich es nicht so schnell geschafft, weil da war es ziemlich schwer. Und jetzt haben wir auch 70 Souls bekommen. Und jetzt haben wir hier Lord Herobrine. I failed. Auf jeden Fall, ja, das war jetzt mal der erste. Und hier kriegt man auch schöne Sachen. Ja, Your Orders by Herobrine. Okay, schön. Take over village, look for a prisoner's rift code, find ritual guard, pick him somewhere. Ja, okay. Hilfe. Alles. Und wir unsere Steaks. Jetzt können wir uns eigentlich da diese geile Rüstung rausholen. Ja, und die Goldnuggets sind auch ziemlich wichtig, weil damit kam sich im Heaven Shop. 30er, 6 bis 30. Nehmen wir uns den auf jeden Fall. Noch ein guter Helm. Normale Leggings. Ja, was schmeißen wir noch weg? Ich glaube, das ganze normale Zeugs. Hier hatten eh sehr viel. Von allem. Regeneration Troller. Also aussortieren ist bei diesem Spiel immer sehr wichtig. So. Ja. Unsere Hose ist fast kaputt. So. Die Rüstung sollte jetzt mal halten. Dann waren mir noch Schuhe und eine Hose. Schade. Oder irgendwelche verzauberten Schuhe. Oh, hier ist noch so ein Helm. Wieso ist das eigentlich gestackt? 6 bis 22. So, weg, weg, weg. Aha, ein Eiseningot. Your Orders, Questlog. Bam, bam. Ja. Weg damit und. Ja. Das sortiere ich mir das mal her. Und das Zombie-Getue da nervt. Ah, okay. Das sind hier unsichtbare Blöcke. Damit der nicht runtergeht, ja. Ah, jetzt kann es sein, dass so wie bei. Ich habe es. Oder ja, Seth Blink hat mal sowas vorgestellt. Solche unsichtbaren Blöcke. Zwar irgendwas, das geht so aus halberten Türen, die dann irgendwie nicht gewendet werden oder sowas. Keine Ahnung. Ja. Stehen hier, aber ich wollte mir eine Hose und Schuhe nehmen. Gut. Boots und eine Hose. 6 Armor, 6 Armor. Ja, okay. Lassen wir die Dinge mal bei uns noch. Und ja, dann würde ich mal sagen, wir gehen weiter. Hier jetzt hinunter und John Skeletor. Und Boom. Starting Boss Fight. Ach, das ist das. Ah ja, das ist cool. What the hell is that thing? Now is your time, Skeletor. Destroy these puny humans. Oder puny. Puny, ja, keine Ahnung.
Und yes, Master. Ratet mal, was jetzt passiert. Genau. Shoot the eyes. Wir werden abgeschossen. Also ich will jetzt auch ein bisschen... Ja, das muss nämlich in die Augen da hineinschießen. Ach, zu spät. Wow. Hilfe! Hey, Alter. Ist es Absicht oder nicht? So. Okay, jetzt nicht mehr. Hä? Vielleicht ist das Shader-Bug. Aber ja, da will uns da abschießen. Und sollen die Augen schießen. Komm schon, so. Ach. Und jetzt... Flying Creepers! Hilfe! Boah. Und diese Dinger hier. Hilfe, mein Schwert ist weg. Ja. Creeper auf... Dingsens auf... Dingsens... Ah, Fledermäuse. Auf Fledermäusen. Draufgepackt und ich bin gleich tot. Ach, scheiße. Nein! Okay, jetzt bin ich tot. Und, ihr seht's. Jetzt hat es hat mich 10 ja, Seelen gekostet. Ach, komm schon. Und mein Schwert. So, damit ich wieder aufstehe. Oder wieder auferstehe. Dann muss noch immer in die Dinger. Und diese Creeper nerven. Obwohl die eh von alleine sterben. Also weil ich glaube, die sind vergiftet oder sowas. Ach komm schon. Lass mich mal in Ruhe, okay? Skelett. Ich will nur mal hier hineinschießen in die Augen. Könnte sein, dass ich jetzt getroffen habe. Ja, und ich sag ja, Flying Creepers, ja. Die heißen auch so. Sogar. Ach, nicht schon wieder du. Die Map ist auf jeden Fall sehr cool. Jetzt brennen die alle. Ich bin hier in der Ecke. Wenn wir ja die Creeper verfolgen einen nicht, sondern sind ja eigentlich nur auf Dingsens angebracht. Auf Fledermäusen. Ach, oh. Ja, die sind ziemlich blöd. Vor allem die. Ich weiß nicht, wann die wieder kommen. Das sind genauso wie. Also verhalten sich genauso wie Fledermäuse, weil sie eigentlich Fledermäuse sind. Komm schon, wie schnell explodieren die Dinger. Wann gehen die Augen wieder auf? Das würde mich interessieren jetzt mal. Ach jetzt. Shoot the eyes. Komm schon. Wohin schieße ich denn? Zu weit. Also. Boah, die schießen auch wieder auf mich da. Und ja, das Feuer kann nicht ausmachen. Kommt schon. Hilft mir jemand. Ja, von hinten auch wieder welche. Okay. Ich werde nicht wirklich überleben. Also ich sehe nichts. Ja. Hallo, kann ein Creeper die bitte mal alle wegsprengen? Wäre ganz nett. Ach. Irgendwie sterbe ich jetzt die ganze Zeit. Ja, es kann auch jemand anderes die Skelette für mich erledigen. Wäre ganz nett. Okay, also man darf niemals da so Skelette sich anhäufen lassen, weil sonst ist man verloren. Ja, man ist doch so. Ist auch so verloren. Ja. Nein. Und die Folge geht schon 25 Minuten. Aber ich will eigentlich noch diesen Typen da fertig machen. Den Skeletor. Also ja. Haben wir gleich die Folge schon 4 Quests geschafft und was ist jetzt? Ach,
Ist schon. Okay. Jetzt muss ich da in dieses Ding reingehen. Und break this. Und ich habe die Seele gebrochen. Das hat mir irgendwie jetzt schon öfters gesagt, dass ich da reingehen muss. Allerdings ja, war ich etwas beschäftigt. Ja, ich habe jetzt 80 Seelen bekommen. Quest 4 completed. Und ich habe jetzt einen Heaven's Shop offen. Ist auch ziemlich cool. Das zeige ich euch jetzt noch. So. Und hier ist eine Kiste mit schön viel Zeugs. 7 Armor, ja. 11 bis 21, 14 bis 28. Weg. Gold Nuggets, ja. Das kommt auch mal her. Die Iron Boots können weg. Ah, ja. Sind schon kaputt. Ja, jetzt habe ich coolere 7 Armor und auch 7 Armor. Ist auch vom gleichen Set, allerdings nehme ich mir die neuere. Dann eine gute Hose. Das können wir uns zurücklassen. 11 bis 21, 14 bis 8. Ich glaube schon der Diamantschwert. So wie es ausschaut. Und ja. Unser Essen. Und jetzt können wir hier zurückgehen. Also es gibt hier überhaupt nicht mehr zu sehen. Aber ist auf jeden Fall sehr cool. Ja, Skeletor. Da steht noch immer da. Da ist mein ganzer Müll drin. Das können wir auch hier wieder raus. Und wir können auch im Quest-Log nachschauen. Quest 4, okay, das haben wir schon. Und Sals. Ja, obtain Souls by defeating bosses and killing enemies. Also du kannst Seelen bekommen, indem du Bosse und Feinde bekämpfst. Und sie kannst du dann im Heaven Shop ausgeben, die durch die Altare erreichbar sind. Ja. Side Quest 1. Okay, das habe ich noch überhaupt nicht. Visit Farmhouse, okay. Gehen wir mal zum Farmhaus. Ich will ja hier alles durchmachen, was hier gibt. Aber zuerst, glaube ich, werde ich noch zum Heaven Shop gehen. Und den Side Quest, oder wie auch immer er heißt, machen wir in der nächsten Folge. Ja, dann gehen wir mal hier hinein. Hallo, Alan. Komm mit dir handeln. Ach, du bittest das Gleiche. Hol mir ein bisschen Essen. Noch ein bisschen Essen. So kann man das ausgeben. Und jetzt in Heaven Shop. Und der Himmel. So nicht sehr himmelig. Also auf jeden Fall Spinnennetze. Und ja, dann können wir mal hinaufrennen. Und hier ist ein Food Vendor. Der bietet das gleiche an wie alle anderen. Noch ein Blacksmith. Der bietet einem für Dingsens Gold Nuggets. Coole Sachen an, also Schwerter, Bogen und so weiter. Und dann gibt es hier noch zum Beispiel die Archangel Boots, bekommen für 275 Seelen, die werden dann abgezogen von dieser Seelenleiste, die hier rechts steht, also hier. Und ja, so kann man dann die Seelen auch ausgeben. Ich habe mir, glaube ich, einmal das Schwert nicht gekauft, weil ich hatte auch nicht so viele Seelen und ich habe es auf diesem Server gespielt, mc.hypixel.eu, glaube ich. Jetzt steht es auch irgendwo, ne. Und da hat irgendjemand einen Knopf zerstört und konnte ich es nicht mehr kaufen. Dann habe ich mir einen Bogen geholt und der war extrem cool. Und hier, glaube ich, ein Schwert oder sowas. Ich glaube, ja, ein Oblivion, ja. Deathwind. Und diese Items haben ja auch alle Namen, das finde ich auch urcool. Ja. Schau noch schnell, was Sidequest hier 5. Ja, zu den Mountains, ja. Genau. Und ja, dann würde ich auch mal sagen, das war's, was es mit dieser Folge war. Es schaut hier cool aus. Aber vielleicht wird das mein Titelbild. Schaut ja schon extrem cool aus. So. Yay! Und wir haben ein Titelbild auch schon. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Und ciao!